Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Wo sind wir denn gerade? Ja, Schrotgewehr brauche ich jetzt hier wirklich nicht. Schrotgewehr auch nicht. So. Also, den Dude, Markus Jensen, haben wir letztes Mal ausgeschaltet. Beziehungsweise, also nicht ausgeschaltet, aber hinter Gitter gebracht, hoffe ich. Hier ist Schmuggel, hier ist Produktion. Was brauchen wir denn? Genau, hier ist Produktion, genau. Dann müssen wir hier hin. Genau. Dann würde ich hier hingehen. Hier ist auch nochmal Produktion. Hier Schmuggel, 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 Schmuggel. Hier ist keine Ahnung was. Hier ist auch noch keine Ahnung. Okay. Ja, dann holen wir uns doch mal diesen Schmuggelproduktion-Typen. Wie siehst du denn aus? Und was ist das hier? Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Ist das so? Hier? Oder da? Unbekannter Ort. Ich brauche einen Helikopter. Da ist einer. Wir schauen mal kurz, was da ist. Oh, Alpakas. Genau, was da drüben alles so ist. Das ist ja ein fettes Fragezeichen, ne? Drei berühmte Hexen lebten hier vor ihr Verschwinden. Was? Okay, das will ich sehen. Was? Oh wow. Oh wow. Was ist das denn hier für eine... Erstaunlich, dass man die Menschen hier noch sieht. Oder erkennt, also die Leichen. Warum ist das hier? Warum wurde das hier eingebaut? Ernsthaft, warum? Gut, dann holen wir uns mal den Hubschrauber da. Warum? Einfach so just for fun, oder? Weiß das hier jemand von euch, ob das irgendwie... keine Ahnung, ob das historisch irgendwas... Also, ob das realistisch ist oder so? Oder ob das irgendein Insider ist? Weiß ich nämlich gerade überhaupt nicht. Aber also, warum haben die das da eingebaut, meine ich? Voll komisch. Einfach so drei verbrannte... Ach so. Drei berühmte Hexen lebten hier vor ihrem Verschwinden. Und da waren drei verbrannte... also ja, höchstwahrscheinlich sind die Hexen, die verbrannt wurden. Ja, okay. Ich fliege. Gut, du fliegst dann einfach hier rein, ne, in den Schmuggel. So, da hinten ist der.
Da bin ich mal gespannt. Also vor allen Dingen, wer jetzt unser Boss dann wird. Was auch, was ich an sich sehr interessant finde, ist, dass, dass das ganze Gebiet wirklich systematisch aufgeteilt wurde in verschiedene Provinzen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ich habe gerade Rome Total War gespielt, deswegen rede ich so. Aber an sich ist es ja das gleiche Prinzip. Finde ich voll interessant. Nein. Ich bin gerade auch beim Vorproduzieren, weil ich ich muss ja gerade überlegen, wann das Video rauskommt. Auf jeden Fall in dem Pfingsten oder Pfingstferien haben ja viele nicht mehr, aber also Schüler haben halt noch Pfingstferien. Genau, während der Pfingstferien bin ich halt an der Nordsee und arbeite da ein bisschen und hole mich ein bisschen aus. Und ich gehe jetzt mal dahin, weil da war ist diese Leuchtrakete, ich will wissen, was da los ist. Genau, und ich muss halt ja jetzt mega viel vorproduzieren. Was auch schade ist, ist, dass ich da während der Zeit natürlich nicht streamen kann. Das war schon ultra viel Spaß. Also habe ich zwar gehofft, aber nicht gedacht. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ja, wahrscheinlich. Und gerade ist das Wetter halt mega nordseemäßig, also mega stürmisch und Bowman, wir sind in Caymanes angekommen. Was haben Sie für uns? In den letzten Jahren hat das Kartell mit Hightech-U-Booten als Methode experimentiert, um Drogen in die USA zu schmuggeln. Soweit wir wissen, folgen die U-Boote einem Nebenfluss zum Amazonas bis in den Atlantik und fahren dann weiter bis zur Küste von Florida. Wow, das sind ein paar tausend Meilen. Ganz genau. Der Mann, der das Programm leitet, nennt sich El Cerebro. Wir wissen so gut wie nichts über den Typen. Er soll eine Art Genie sein, ein waschechter, verrückter Wissenschaftler. Und er hat alles Mögliche an Militärelektronik geordert, um seine U-Boote aufzurüsten. Wir müssen mehr über die Vorgänge in Caymanes wissen. Besorgen Sie mir alle Infos über die U-Boote, El Cerebro und seine Forschung. Wenn Sie verwertbares Material über die U-Boot-Flotte finden, schalten Sie sie aus. Machen wir El Cerebro Druck und sehen, wie er reagiert. Vielleicht macht er einen Fehler und wir können ihn uns schnappen. Klingt gut, wir hängen uns rein. Ah. Setze Drohne ein. Warte, erstmal ein Video. Die meisten Kartellmitglieder sind brutale, vollgedröhnte Idioten. Aber Patricio Mendez Valle, alias El Cerebro, ist ein verdammtes Genie, das so schlau ist, dass ihm alles Schnuppe ist. Nidia Flores hat seinen Intellekt schon als Kind bemerkt. Sie schickt ihn in Mexiko aufs College und auf die Hochschule in Kalifornien. Selbst da soll er seltsam und scheu gewesen sein. Aber wir hatten ihn auf dem Radar. El Cerebro leitet das U-Boot-Programm des Kartells von Caymanes aus. Von Caymanes sind seine Halbtaucher manchmal mit 10 Tonnen Kokain nach Brasilien und dann in den Atlantik unterwegs. Dort tauchen sie nur knapp unter die Oberfläche und fahren durch bis nach Mexiko. Sogar bis nach Florida. Aber bald gehören diese Halbtaucher schon der Vergangenheit an. Nidia und er planen wiederverwendbare, vollwertige U-Boote. Was ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit einer U-Boot-Flotte anstellen könnte? Schmuggel wäre nur der Anfang. Wenn wir an die U-Boote wollen, brauchen wir El Cerebro und sein Superhirn intakt und kooperativ. Bedenken Sie, er ist Nidias Haustier. Sie wird ihn nicht einfach loslassen. Ja, wahrscheinlich nicht. So, warte, ich will mal kurz. Genau, die Schönheitskönigin, das ist die. Und das ist der. Okay, alles klar. So. Operation Erzengel. Cooler Name. Ich sehe einen Tango. Stehen noch andere darum. Ah, das waren, glaube ich, alle. Mhm.
auf Zivilisten achten. Achtet auf euren Sicherheit, wenn die Zivilisten im Bereich. Was ist im Bereich? Wie sind die da hochgekommen? Schon mal gut. Hier vorne sind halt ein bisschen viele. Also da sind... Ja. Also den da könnte ich... Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Koks-Schmuggel-Operation. Bowman hat Infos über alle Hauptfiguren. Das Sagen hat Nydia Flores, Ex-Schönheitskönigin und jetzt Drogenschmugglerin. Ihre rechte Hand ist ein Typ namens El Boquita, mein hässlicher Arsch, der die Logistik am Boden regelt. Sie hat das Hirn, eher die Muskeln. Na, ah, neues Video. Also hat Santissima Muerte das Santa Blanca-Kartell geliebt. Dass sie ihre eingeborene Tochter gab, auf dass alle, die an sie glauben, nicht sterben, sondern ewiges Leben haben. Vor vielen Jahren waren wir in Not, in La Desesperación, am Rande der Auslöschung, dabei von Schlangen und Ratten in Stücke gerissen zu werden. Ich hielt uns für verloren, glaubte, es sei zu spät für uns, in Elfin, doch gerade als ich aufgeben wollte... geschah es. Nydia Flores erschien, uns bekannt als La Reina de la Belleza, die Beauty Queen. Und sie brachte uns Prosperität, Wohlstand und Vergeltung. Wir spüren ihre Wohltaten, su amor, tief im Herzen. Und sie trägt ihr Evangelium in die Welt hinaus, in jeden Winkel. Betet zu Santa Nidia, Königin der Königinnen, Reina der Reinas, Göttin unter Bastarden. Wow. Okay. Da fragt man sich natürlich, haben die schon mal jemals in der Bibel gelesen? Okay, ich frag nur so, ne? Dass die immer so auf gläubig tun. Und dann sowas machen. Seht ihr machen, das? Ne? Manchmal landen die Care-Pakete echt beschissen. Holen wir es uns. Warum sollten wir? Ja. Ich schau mal ein Video an. Jetzt kommen gerade sehr viele. Es heißt, jeder hat eine Schwachstelle. Die von El Boquita ist Liebe. Schmuggler mit 6 Jahren. El Boquitas Vater klebte seinem Sohn Acapulco-Gold an den Körper und schickte ihn über die Grenze. Er nannte diese Trips Vacaciones Familiares, Familienurlaub. Mit 13 war Boquita ein Trapichador, ein Meisterschmuggler. Zigaretten, Alkohol, Markenklamotten, DVDs, Öl, Tiere, Waffen und natürlich Menschen. Einmal hat er sogar ein halbes Kilo Yellowcake-Uran geschmuggelt. Wenn es jemand wollte, konnte El Boquita es bewegen. Aber es ging nie wirklich um Geld. Für ihn war es der Rausch, bis er die Schönheitskönigin traf. Nydia Flores entdeckte sein Talent und machte ihn zu ihrer rechten Hand. Nydia hatte Köpfchen. Boquita die Muskeln. Er hat sich augenblicklich Hals über Kopf in sie verknallt. Nydia hat seine Gefühle nicht erwidert, aber in einer feuchtfröhlichen Nacht gab sie nach. Es ging zur Sache. Und 9 Monate später hatten sie eine Tochter. Valeria. Es heißt, jeder hat eine Schwachstelle. El Boquita hat 2. Uiuiui. Die Arschlöcher wissen Bescheid. Psst. Ich finde es immer so komisch, wenn... ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda.
wenn man ja, wenn man nicht durch Draht schießen kann, ne? Ein bisschen komisch, aber okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Suche eine gute Alles Position. Klar. Gehe in Position. Ich habe das Ziel. Roger, Ziel erreicht. Greife an. Er ist tot. Jetzt völlig im Trüben. Das war scheiße knapp. Ach, das war einfach nur scheiße. Wo sind die her? Da unten. Da sind die. Okay. Jo. Was schauen die da an? Voll komisch. Hallo Schwein. So, dann mache ich hier mal hier markieren. Markieren, danke. Super, ich melde den Rebellen, wo es ist, dann können sie es holen. Puh, ich dachte schon, wir sollen das verdammte Zeug selbst von ihr wegtragen. Mal sehen, auf dieser Karte ist eingezeichnet, wo die Kartellboote vor Anker liegen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vor der nächsten Schmuggelfahrt erledigen. Kumpas, das bolivianische Volk zeigt viel mehr Unterstützung für die Rebellenkräfte. Einige meiner Männer kamen in ein Dorf und wurden mit Blumen und Cervezas begrüßt. Klingt gut, Pack. Der Kampf bedeutet nichts, wenn die Leute nicht hinter uns stehen. Ich hätte nicht an euch zweifeln sollen. Seit ihr hier seid, hat unser Kampf Fahrt aufgenommen. Muchas gracias. Na gerne. Okay. Was ist das? Story-Einsatz. Erzengel. Ah, das ist Erzengel. Es wurde ein Alarm von einer unbekannten Quelle in Blabla geortet. Die Position muss überprüft werden, damit wir wissen, was dort vor sich geht. Dann hier zerstöre das Drogen-U-Boot. Das Drogen-U-Boot. Sprechen Sie mit der Frau. Die Ghosts haben erfahren, dass eine Frau etwas Ungewöhnliches im Dschungel gesehen hat, redet mit ihr, um mehr zu erfahren. Der Einsatz hat keine Auswirkung auf den Fortschritt dieser Region. Okay. Drogen, U-Boot, wichtige Aufklärung. Okay. Naja, hier sind wir in der Nähe vom U-Boot. Ja. Da machen wir hier so die Runde, würde ich sagen. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird ein Sicario vermissen. Achso, Witzzeichen. Achso, Kartellorden ist da im Dings. Ja, noch mehr Orden. Brauchen wir zwar nicht, aber. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Haben wir gerade. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie. Na dann werden wir das doch mal tun. Mal schauen, ob wir das auch mal also still und leise machen können. Du hättest mich fahren lassen sollen. Schnauze.
mal. Praktisch. So, erstmal den Scharfschützen hier. Sehr eingeschätzt, Tom. Wagen mit montierter Waffe. Ich schau mal kurz rein. Ist der nicht mehr drin? Sieht nicht so aus. Ich sehe noch einen Tango. Ah, da sind die Scharfschützen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Mach mal scharf. Danke. Hier ist einer. Da Wagen ist mit montierter Waffe. Feind markiert. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Wir sind jetzt bei 10. Hier ist ein Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Und im Haus müssen noch mindestens 2 sein. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Nee, da ist einer drin. Da oben wahrscheinlich auch. Da ist er. 15 Hombres. Gut. Das ist praktisch, dass der jetzt alleine hochgeht. Der geht da jetzt auch hoch. Das ist auch praktisch. Der geht auch wieder hoch und praktisch. Guten Schwimmding. Ja, der ist in den See gefallen. Verdammt, den sehe ich von hier aus nicht. Jetzt geht er wieder runter. Was soll denn das? Bleib doch da. Danke. So, jetzt müssen wir vorsichtig vorgehen. Da müssen wir ja immer. Ich sehe einen Narko vor dem Beobachtungsposten. Was? Den habe ich jetzt nicht gesehen. Dankeschön. Nice. Nice, 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 nice. So, der ist jetzt da alleine. Aber hinter einem Zaun, oder? Oder was ist das? Er sagt ich. Ja, nee, der geht jetzt wieder hoch. Oder geht er wieder hoch? Der geht wieder hoch. Aber er kommt nicht an. So, jetzt muss ich schauen. Ja. Nee, den werde ich nicht treffen. Doch, werde ich. Sehr schön. Puh, Udeleli. Gut, dann würde ich sagen, den Rest machen wir dann nächste Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und habt eine schöne Freizeit.
oder Auszeit oder wo auch immer ihr gerade seid. Macht's gut, bye bye.